Um Punkt 12 Uhr, also in dieser Minute, sollen in Wien für eine Minute lang die Glocken läuten im Gedenken an die Opfer des Terroranschlages. Wir sehen hier das Live-Bild, das uns erreicht vom Stephansdom und hören einen Moment lang zu. Zwei Männer, zwei Frauen sind gestorben. Sieben Schwerverletzte kämpfen noch um ihr Leben. Daniel Koop ist für uns in Wien. Und man muss sagen, Wien, Daniel, heute im Ausnahmezustand. Wien ist im absoluten Ausnahmezustand, Lena. Und wir hören, glaube ich, das Glockenläuten auch immer noch hier im Hintergrund. Es ist eine Stadt, die momentan hier wirklich runtergefahren ist. Die trauert um die Opfer, die gestern Abend hier ums Leben gekommen sind, aber auch noch um die vielen Verletzten, die im Krankenhaus sind und das teilweise auch noch in sehr kritischem Zustand. Wir befinden uns ja nur wenige hundert Meter von einem der Tatorte entfernt, erwarten jetzt hier in wenigen Augenblicken auch den österreichischen Bundeskanzler, so muss es richtig heißen, der heute Morgen auch noch einmal bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass Österreich bisher, man das den Eindruck hatte, dass das ein Land war, in dem man sich sehr sicher fühlen würde, aber der Terror, der hat jetzt hier auch Österreich erreicht. Und es gibt natürlich auch in diesem Moment noch viele Menschen, die sich ja Gedanken machen, wo es ein möglicher weiterer Täter, denn das haben wir heute Morgen auch noch einmal vom Innenministerium gehört. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Täter gibt. Dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet und hören da jetzt mal rein. Er soll der mutmaßliche Attentäter von Wien sein, Kurtin F. Der erschossene Attentäter wurde inzwischen identifiziert. Nach Recherchen eines österreichischen Journalisten, ein 20-jähriger Mann mit albanischen Wurzeln. Er gilt als Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat. Demnach wurde er bereits vom österreichischen Verfassungsschutz beobachtet. Einen Terroranschlag habe ihm die Polizei jedoch nicht zugetraut. Der in Wien geborene Mann soll seine Tat im Internet angekündigt haben. Mit Patronen soll er das Wort Bakia gelegt haben, ein Bekenntnis zum IS. Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Es war ein Anschlag aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind. Wir werden die Täter, die Hintermänner und deren Gleichgesinnte ausforschen, jagen und sie der gerechten Strafe zuführen. Der leblose Körper des Erschossenen lag zur Spurensuche noch Stunden nach dem Anschlag am Tatort. Unterdessen gingen die Ermittlungen in seinem Umfeld weiter. Die Wohnung des bekannten Täters wurde gewaltsam mit Sprengstoff geöffnet und eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Und es gab weitere Objekte, die durchsucht wurden. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten, rund eine Autostunde von Wien entfernt, nahm die Polizei mehrere Personen fest. Bei den Wiener Ermittlern gingen unterdessen tausende Handyvideos aus der Bevölkerung ein, die die Beamten nun auf der Suche nach Hinweisen sichten. Der Fahndungsdruck ist hoch. Die gehören gefasst, zumindest der eine, was noch herumrennt angeblich. Und der soll so verbrezelt werden, dass die Tür nicht mehr zugeht. Ich als türkischstämmiger Muslim, ja, will eins sagen, ja, ich lebe in Österreich, ich wurde in Österreich geboren, ich war in Österreich in der Schule, ja, ich habe meinen Beruf hier in Österreich gelernt, ich arbeite auch, ja, also Gefahr schön jeglicher Art von Terror. Aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage warnt die Polizei seit dem Abend. Gehen Sie nach Hause, das ist kein Witz.
Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Um weitere Gefahren abzuwenden, kündigten die Sicherheitsbehörden inzwischen an, die Kontrollen an den österreichischen Grenzen zu verstärken.